Hallo, hier ist die Jen. Willkommen bei The Nosy Rosy am Mittwoch. Es gibt tolle Neuigkeiten. Der Gator. Es gibt ihn wirklich. Er wurde erforscht. Und zwar haben niederländische Wissenschaftler von der Uni Leiden herausgefunden, dass es ihn wirklich gibt. Also sie haben da ein paar Tests gemacht und es ist klar und offensichtlich, es gibt ihn. Aber erst einmal, bevor ich erkläre, was sie da gemacht haben und wie die darauf kommen. Für diejenigen, die gar nicht wissen, was der Gator ist. Der Gator, man nennt ihn so. Es ist eine Ableitung von dem Wort Gay und Radar oder Sonar oder sowas. Und zwar beschreibt es, dass die meisten Homosexuellen ein gutes Auge dafür haben, andere Homosexuelle zu erkennen. Der Gator ist nämlich ein in uns allen Schwulen und Lesben und Bisexuellen eingebauter Sonar, der uns erkennen lässt und der aufleuchtet, wenn wir auf der Straße oder sonst wo jemanden sehen und wir denken oder erkennen, diese Person ist lesbisch. Ja, das ist der Gator. Und zwar diese Forschung von den Niederländern wurde mit 42 Leuten, okay, es ist jetzt nicht so viel, aber ich denke mal, dass es schon trotzdem aussagekräftig ist. Diese 42 Leute, darunter waren heterosexuelle und homosexuelle Menschen und denen wurden Bilder mit geometrischen Formen gezeigt. Und die Leute sollten erklären, was sie darauf sehen. Dabei haben dann die Heterosexuellen zwar schneller drauf geantwortet, aber nicht so detailliert. Also es war viel falsch. Und die homosexuellen Leute, die haben zwar vielleicht einen Tick länger gebraucht, aber die hatten die ganzen Details drauf. Also die wussten genau, was abgeht. Und daraus folgern die Forscher und Wissenschaftler, dass Homosexuelle einfach ihre Umgebung besser wahrnehmen und intensiver wahrnehmen, dass sie einfach mehr darauf achten, was um einen los ist. Und deswegen einfach auch dann erkennen oder eher erkennen, ob jemand hetero oder homo ist, weil es ja doch das ein oder andere Klischee gibt oder die ein oder anderen Merkmale. Dazu könnt ihr euch ja die ganzen Klischee-Videos angucken, die es auf dem Kanal schon gibt. Die Forscher sagen, dass das so ist, dass wir das besser wahrnehmen, einfach damit wir Gleichgesinnte einfacher finden, ist ja logisch. Aber auch damit wir, vielleicht heutzutage nicht mehr so, aber vielleicht eher in der Vergangenheit, damit wir feindlich gesinnte Menschen früher erkennen und denen aus dem Weg gehen können. Und deswegen haben wir einfach einen besseren Blick für unsere Umgebung und achten auf mehr Details. Ja, und das ist jetzt halt wissenschaftlich bewiesen. Wen es interessiert, da unten in der Box gibt es einen Link zu der Forschungsarbeit, zwar in Englisch, aber ich denke mal, die meisten sollten das verstehen oder können es übersetzen. Ja, also, lasst euch nichts einreden, denn Gator gibt's wirklich. Geht mit offenen Augen, mit eurem eingestellten Sonar durch die Gegend. Checkt alle ab und habt einfach Spaß. Okay, bis nächste Woche. Bis denn. Die Jen. Aber du musst mich irgendwie vorwarnen, wenn irgendjemand hinter mir kommt. Oder ich weiß nicht, ich irgendwo anders als... Jetzt laberst du. Wieso darf ich nicht labern? Also ich kann ja nicht sagen, was hast du? Warte.
Mann! Das ist voll schwer, nicht zu lachen. Oh Mann, nee. Wir machen erst die andere Szene.